Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gödenstedt. Heute bereits die erste Folge für den Gödenstedt Samstag und ich habe Probleme. Ich habe massive Probleme. Thema Curseplay. Curseplay wirft mir immer die gleichen Fehler raus. Immer Triggers, LUL, LUA, 828. Ich habe keine Ahnung. Problematisch? Ich guck mal hier. So. Curseplay an. Ich wähle eine neue Strecke aus. Neue Strecke, ne? Nicht vergessen. Neue Strecke. Sage hier, zack. Und dann sage ich ihm los. Dann sagt er ihm irgendeinen Pfeil an, zu irgendeiner Entfernung, was ich nicht weiß, was das ist. Wahrscheinlich ist es der Startpunkt. Aber seht man hier? Seht ihr das? Das kannst du ja komplett vergessen. Ich weiß nicht warum, aber es funktioniert kein einziger Curseplay-Fahrer mehr. Und wenn ich jetzt das jetzt zumachen würde, ne, es funktioniert nicht mehr. Ich muss jetzt wirklich hier alle ausmachen, damit ich den wieder frei haben kann. Ich weiß nicht, was es ist bei allen Maschinen so. Ich habe keine Ahnung. Wenn ihr mir da helfen könnt, bitte, bitte schreibt mir in die Kommentare. Ich kann jetzt nichts anderes tun, als wie alle Sachen selber zu machen. Alle Sachen selber zu machen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier abfahren, weil das Einzige, was mir jetzt noch bleibt, ist der normale Spielerhelfer. Sonst habe ich keine Optionen mehr. Weil Curseplay funktioniert nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Wenn ihr mir da helfen könnt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe letztes Mal noch gespeichert. Alles gut. Wirklich keine Fehler. Nee, also Fehler habe ich schon ab und zu drinnen, aber jetzt nichts Dramatisches, sagen wir es mal so, wie es ist, ne? Aber jetzt, weiß nicht, dreht komplett am Rad. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber geht nicht mehr. Egal, also das Spiel stürzt nicht ab oder irgendwas. Es bewegt sich einfach kein Millimeter. Und wenn ich sage, alle CP-Fahrer aus, dann macht er sich zwar aus, aber das bringt ja auch nichts. Weil wenn ich sie wieder reinmachen möchte, dann macht er auch nichts. Das ist Schäßen, ne? Also das ist nicht gut, weil ich kann jetzt gar nichts anderes machen. Wirklich, gar nichts. Das ist nicht so geil, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ne? Weil ich hätte jetzt natürlich den Strohabfahrer, den Xerion, der arbeitet jetzt auch nicht mehr natürlich, weil ist ja auch mit CP gefahren, aber jetzt nicht mehr, weil geht nicht mehr. Was ich wirklich sehr, sehr schade finde, muss ich wirklich jetzt an der Stelle mal sagen. Ich hätte mich wirklich gefreut, heute auf schöne 3 Folgen Gödenstedt vorankommen und so weiter. Ich habe auch eure Kommentare gelesen. Ihr seid ja großteils wirklich gegen dieses Sägewerk und gegen die Bienenhäuser. Das war nur eine Idee meinerseits. Wenn ihr dagegen seid, dann wir müssen das nicht machen. Das war jetzt nicht in Beton gemeißelt. Das war jetzt nur mal ein Vorschlag von mir. Wobei ich dann auch darüber nachgedacht habe und ihr habt teilweise recht, wo ihr sagt, ja, dann macht doch das mit den Produktionen, dafür hast du doch die Fallfarmer. Und auf der Gödenstedt wollen die Leute eigentlich nur wirklich die Landwirtschaft sehen, wie sie halt ist, ne, mit großen Maschinen, mit Häcksler, mit Drescher und alles um und dran halt, ein bisschen Tiere, nicht zu viel, ein bisschen Tiere und das ist für mich auch kein Problem. Wenn ihr das so lieber haben möchtet, dann nur was sagen. Ich sag immer, vielleicht muttern sich immer ein paar, ich sag immer, wir entscheiden das. Ich sag nicht immer, ich sage schon manchmal, aber nicht immer, sage ich ich. Ich sage in den meisten Fällen wir, weil ich möchte, dass dieses Let's Play und auch natürlich die anderen Let's Plays gemeinsam entschieden werden. Das heißt, wenn ich jetzt etwas vorschlage, ist klar, dass ich ihm alle für sind. Bin ich auch natürlich gerne kompromissbereit. Also, wenn ihr sagt, wenn ihr mir ganz klar, klipp und klar in die Kommentare schreibt, kein Sägewerk, also kein Sägewerk, keine Bienenstöcke, ihr weiß nicht Bescheid. Wisst ihr, damit kann ich was anfangen. Und dann machen wir halt was anderes, dann lasse ich das Holz einfach verschwinden. Auf irgendwelche Art und Weise. Ist ja kein Problem. Ich muss es nur wissen. Ich habe gedacht, ich mache ein bisschen Forst mittendrin, damit das Ganze aufgelockert wird. Aber wenn wirklich 3/4 Leute dafür sind, dass wir hier ernten, und immer schön die Maschine kaufen und so weiter, dann können wir das auch sehr gerne machen. Ich habe kein Problem damit, wirklich. Ich spiele alles gerne. Das war nur ein Vorschlag meinerseits, um das, wie gesagt, ein bisschen aufzulockern. Aber hey, ist kein Muss. Ist wirklich kein Muss. So, das heißt, wir können das jetzt eigentlich mal ausmachen hier. Und können dann, ist nicht schlecht, wenn ich jetzt ein paar Sachen selber, also was heißt ein paar, ich muss alle Sachen selber machen. Das heißt, wir haben auf alle Fälle Arbeit genug. Was mir bleibt, ist halt der Standardhelfer von Giants, ne? Der bleibt mir. So, hier hat mir auch jemand in die Kommentare geschrieben, ich muss dann, wenn ich fertig bin, das hier vorne ein bisschen reinschieben, weil das ist zu weit draußen. Das stimmt, das bedanke ich mich auch ganz herzlich für eure Kommentare. Ich habe wirklich sehr viele Kommentare wieder gelesen. Ich habe auch auf ein paar geantwortet, ne? Vielleicht haben es ein paar gesehen. Zum Fahrplan für Montag ist jetzt erstmal geplant, weil ich das so in den Kommentaren auch gelesen habe, dass euch das
dass sich das gewünscht wird. Dass wir auf alle Fälle 2 Folgen Königshead und 2 Folgen Fallfarmer machen, habe ich kein Problem mit. Ich habe euch ja gefragt. Ne? Ist ja nicht so, ich habe auch Kommentare gelesen, wo es geheißen hat, nee, ruh dich aus und so weiter und so fort. Ich habe das im Griff, wirklich. Also ihr müsst euch da wirklich keinen Kopf machen. Ich habe das im Griff, sonst hätte ich euch nicht gefragt. Wenn ich wirklich sage, yo Jungs, Montag nehme ich mir frei, weil hier bla bla bla, ist es auch zu respektieren. Aber ich habe wirklich explizit gesagt, Jungs oder Mädels, ist egal, sagt mir Bescheid, was wollt ihr sehen, wie viel wollt ihr sehen und so weiter und so fort. Dann gucke ich, ob das machbar ist. Ja, das ist ja, deswegen frage ich ja. Ich frage ja nicht so, weil ich so geil auf die ganzen Kommentare bin. Ich frage ja, weil ich mit den Kommentaren was arbeiten möchte. Ich möchte die möchte mir die durchlesen, ich möchte daraus Schlüsse ziehen. Und wie gesagt, der erste Schluss ist natürlich Nein zu den Sägewerken, Nein zu den Bienenhäuschen. Das habe ich durch die Kommentare erfahren. Was habe ich noch durch die Kommentare erfahren? Ja, wie gesagt, das mit dem Montagsplan, wie ihr das gewünscht habt, das ist auch okay, das werde ich auch so machen. Gesundheit übrigens. Was habe ich noch gelesen? Das mit dem Silo, ja, das habe ich auch gelesen. Dankeschön, das werde ich machen. Ich weiß auch noch, habe ich nicht vergessen, aber viele denken, ich habe es vergessen, aber ich habe es nicht vergessen. Ich weiß, dass wir noch Silo an der BGA oben haben. Das müssen wir noch ein bisschen verdichten. Und dann können wir das eigentlich oben reinschütten, damit wir ein bisschen Geld verdienen. Da bin ich auch für. Bin ich auch komplett bei euch. Also es ist ja nicht so, dass wir hier verschiedene Spiele spielen. Also ich bin ja wirklich auf eurer Seite. Was war noch kommentartechnisch, was ich mir angeguckt habe? Ja, es ist natürlich scheiße, wenn ich jetzt irgendwas vergesse, ne? Mehr weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Oder habe ich noch was im Sinn? Genau, den Zaun soll ich wieder schließen bei den Kühen, damit die Kühe nicht rauslaufen. Das werde ich auch machen. Aber wir waren ja eigentlich noch nicht fertig mit den Kühe kaufen. Ich habe ja gesagt, 50 Stück möchte ich haben. Und das ist auch immer noch aufrecht. Nur, ich muss jetzt eben hier einspringen, weil der TP-Fahrer der Meinung ist, ich habe keinen Bock heute, ne? Und ich weiß nicht, wie ich das lösen kann. Wie gesagt, wenn Leute dabei sind, die da was von verstehen, bitte, nur die, was wir davon verstehen. Ich kann nichts mit Leuten anfangen, die keine Ahnung haben, aber einfach irgendwas reinschreiben. Bitte lasst es sein. Bitte, bitte. Es bringt uns allen nichts, wenn ich da 50 Kommentare durchgehen muss und jeder hat einen anderen Tipp, was es sein kann. Wirklich nur die Leute, die sich auskennen. Weil dann habe ich das Problem auch ganz fix behoben. Und je schneller das Problem behoben ist, desto schneller kommen die Folgen. Sage ich jetzt einfach mal so. Es ist sowieso der Fahrplan wahrscheinlich so, dass diese Folge eigentlich hier pünktlich kommen sollte morgens. Die zweite Folge wird dann irgendwann um 14 Uhr kommen und die dritte Folge um ca. 18 Uhr. Weil da kann ich mir Mittag nochmal ganz kurz oder über den Vormittag verteilt die Kommentare angucken, was ihr sagt zu dem Thema CP, was da Problem sein könnte. Und dann können wir vielleicht mittags schon wieder mit CP arbeiten und ja, den weiteren Verlauf halt machen. Weil wir einfach mit CP sehr viele Sachen sehr viel schneller machen können. Ist ja nicht so, dass ich jetzt faul bin, ne? Ist ja nicht so, dass ich jetzt alle CP-Fahrer einstelle und gar nichts mehr mache. Das ist ja auch nicht der Fall. Aber ihr wisst ja, wie ich es meine. Ihr wisst es ja. Hoffentlich wisst ihr das, hoffentlich. Kamen noch irgendwelche Kommentare rein? Lass mich ganz kurz überlegen. Ich habe so viele Kommentare gelesen, ne? Krass. Das habe ich auch gesagt. Das habe ich auch gesagt. Jo. Ansonsten wüsste ich eigentlich jetzt nichts. Nee, wüsste ich nichts. Gut, dann müssen wir hier noch ein bisschen, das kann ich eigentlich wegmachen, ne? Wenn keine Helfer unterwegs sind, dann kann ich das eigentlich wegmachen, dann sehen wir noch ein bisschen mehr von dem ganzen Geschehen hier. Ich habe mir auch kurzzeitig überlegt, mir ein großes Schneidwerk zu kaufen für den Häcksler. Da ist mir dann wieder eingefallen, dass es über 100.000 kostet und dann war es ganz schnell wieder erledigt, das Thema. Aha, langsam, Entschuldigung, das tut mir leid. Aber ich weiß ja, dass es bei euch auch gut ankommt, wenn ich ein paar Sachen selber mache. Ist ja verständlich. Das dauert halt seine Zeit, ne? Also nicht, dass mir jetzt jemand reinschreibt, boah, das war voll langweilig, du hast immer das Gleiche gemacht. Ja, was soll ich denn machen? Ja, es müssen die Arbeiten gemacht werden. Ich kann ja nicht gucken, dass ich alle 5 Minuten die Arbeit wechsle. Die müssen alle gemacht werden hier. Ich finde diesen Dreck so geil, der von den Reifen runterfällt, ne? Das gefällt mir richtig gut. Zum Thema Multiplayer-Projekt-BG-Farm-Nachfolger ist ja für morgen ein Video angekündigt, das wird nicht kommen. Das Projekt wird sich verschieben um wahrscheinlich 1 Woche bis 10 Tage. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Weil die Map noch nicht da ist, die ich gerne hätte. Ja, die Map ist noch nicht da. Ich würde sehr, sehr gerne, kann ich euch jetzt auch kurz offen, ist noch nicht besprochen intern, aber nur mal jetzt so als kleinen Vorreiter. Ich würde ganz gerne auf der Hof Bergmann spielen. Und die Hof Bergmann wird
die nächste Woche, übernächste Woche vielleicht released. Hoffentlich, wenn alles klappt, habe ich Informationen auf der LS Mod Company Seite gefunden zu diesem Thema. Also natürlich wackelt der Termin noch ganz kräftig, aber ich hoffe es zumindest, dass es passiert. Und dann wäre halt cool, wenn wir da dann schön Multiplayer-Projekt starten können, wo wir dann das Nachfolgeprojekt der BG Farm spielen werden. Und ich habe auch gesagt, dass es sowas Ähnliches wird wie Ends. Das ist auch immer noch so. Nur haben wir jetzt gesagt, dass wir auf alle Fälle die Auswahlkriterien der Mitspieler drastisch ändern müssen. Weil wir hatten wirklich damals Mitspieler, das hat nicht auf... Nee, das war nicht gut. Also wir werden uns die Mitspieler aussuchen. Das kann ich jetzt auch... Also ein random Mitspielen wird es nicht geben. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Da sind aber andere Events geplant. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Also es wird Mitspieler geben, ja. Aber die werden davor gründlich ausgesucht. Weil ich habe einfach keinen Bock mehr, mich mit irgendwelchen Leuten zu unterhalten, denen das überhaupt keinen Spaß macht, denen das überhaupt nicht interessiert, die einfach nur in dem YouTube-Video dabei sein möchten. Das möchte ich nicht mehr. Nicht mehr, ganz bewusst so gesagt. Oh, wo sind wir denn jetzt hier lang gefahren? Ah ja, passt ja nicht. Und deswegen werden die Sachen aussortiert. Ich werde das nicht alleine sortieren, sondern da werden noch ein paar Leute mit bestimmen. Aber das, da kommt auch ein extra Video zu. Wie gesagt, ist noch alles nicht fix. Ich muss noch ein paar Sachen abklären, absprechen, wegen der Map gucken und so weiter. Das ist noch ein bisschen wackelig, aber wir arbeiten daran. Und es ist auf alle Fälle am Laufen, nur wahrscheinlich wird der Termin morgen mit 99%iger Sicherheit nicht gehalten. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Gut, habe ich jetzt alles so rausgehauen, was ich so auf dem Herzen hatte? Ich weiß es nicht. Ich glaube ja. Bin aber noch nicht ganz sicher. So, was ist noch? Ich habe eben so viel verdammt... Ich habe echt viele Kommentare gelesen. Das waren, glaube ich, 1000 Kommentare, die ich gelesen habe. Das war echt viel. Stampelt. Läuft. Also wie gesagt, diese Fehler hier, die machen mir schon Sorge. Also es stürzt jetzt nicht ab. Also ich habe wirklich jetzt ein bisschen gespielt, es stürzt nicht ab. Aber ja, es funktioniert halt einfach nicht. Was eigentlich auch sehr, sehr schade ist. Aber kannst halt nichts machen. Ich wurde auch angeschrieben, ob ich zu dem Thema Carvon was sagen möchte. Zum Thema Kritik am LS und so weiter und so fort. Ich werde mich da jetzt ein bisschen zurückhalten. Tatsächlich. Ich habe gesehen, wie es teilweise in den Kommentaren unter diesem besagten Video... Wenn ich weiß, worum es geht, guckt euch ganz kurz von Carvon mal das Video an. Ich glaube, meine Kritik am LS oder irgend sowas heißt es. Könnt ihr euch mal angucken und dann eine eigene Meinung bilden. Ich bin noch nicht ganz... Also ich... Es ist schwierig. Es ist ein schwieriges Thema. Ich habe mir dann mal Halleluja. Ich habe mir dann mal Kommentare durchgelesen und das war teilweise nicht schön. Und ich möchte mich tatsächlich nicht jetzt hier irgendwo einmischen, wo ich eigentlich nichts mit zu tun habe. Weil ich weiß es nicht. Ich glaube, wir werden das Thema umfassend in einem größeren Kreis vielleicht in einer Gemeinderate-Folge ansprechen, wo auch der Ansgar und der Renny was zu sagen können, weil die haben ja bestimmt auch eine Meinung dazu. Da glaube ich, wäre besser, wie ich mich jetzt hier alleine irgendwie vorpresche. Ich meine, natürlich hat jeder seine eigene Meinung, das ist mir ganz klar. Aber ja, in den Kommentarbereich hat es tatsächlich einige Aussagen gegeben, mit denen ich jetzt gar nichts anfangen kann und mit denen ich auch, die ich auch nicht hören möchte tatsächlich. Und es ist ein heikles Thema auf alle Fälle. Geht der LS zugrunde oder was ist scheiße am LS oder was ist gut am LS? Ist der DLC zu teuer? Wo sind die Modder alle hin? Und weißt du, das sind so viele Sachen. Oder sind einfach so viele, wie soll ich sagen? Das ganz allgemeine Problem ist ja, ne, dass man eigentlich seine Meinung nur in den seltensten Fällen ganz offen und ehrlich sagen darf, weil es scheißegal ist, wie die Meinung aussieht. Es gibt von überall, wird gefrontet. Von überall bekommen dann irgendwelche Meldungen auf einmal von Leuten, die du noch nie in deinem Kommentarbereich gesehen hast, aber die zu diesem Thema einfach was zu sagen haben. Und wo du dir dann auch denkst, ich kenne dich nicht. Aber ist ja jetzt ist nicht so tragisch. Also ich weiß nicht. Ich werde mich jetzt nicht großartig zu äußern, aber da wird
eine ausführliche Antwort auf alle Fälle in einem, wie gesagt, Gemeinderade-Video kommen. Ich schätze mal, dass es ein... dass es die Dienstagsfolge sein wird, wo wir da ausführlich drüber sprechen, weil es doch ein sehr, sehr heikles Thema ist. Aber wir... man muss es ganz ehrlich sagen, wir, sage ich jetzt mal, YouTuber-technisch, doch alle erwachsene Menschen sind und eigentlich mit Bedacht drüber sprechen können und uns nicht jetzt hier als Hurenböcke und weiß ich nicht was noch alles, was ich da in den Kommentaren gelesen habe, bezeichnen müssen. Das finde ich eher unpassend. Aber gut, jeder wer möchte. Das ist nicht meine Schiene. Ne? Das wisst ihr aber auch. Also ich bin jetzt niemand, der die ganze Zeit Digger und die wildesten Schimpfwörter und sowas raushaut. Brauche ich nicht. Ich kann auch mit anderen Worten meine Meinung äußern. Da brauche ich keine Kraftausdrücke und keine Meinungsverstärker und hast du nicht gesehen. Also das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Aber gut, jedem das seine. Das wollte ich auch nochmal ganz kurz anschneiden. Ich glaube, ich sollte wirklich so einen Podcast machen, ey, wo ich einfach nur mal labere. Es gibt so viel, was den ganzen Tag passiert, ne? Und, nee. Schnell. Da glaubt ihr nicht, was tagsüber los ist, ey. So, sollen wir hier links oder rechts fahren? Ich glaube, wir fahren links, da wo wir hergekommen sind. Das ist, glaube ich, besser. Ich hätte tatsächlich noch mal zwei, drei Fragen rausgehauen, zwecks dem Let's Play hier. Ich habe jetzt bei Leo ist ja, streamt ja fast täglich auf Twitch, wer das nicht weiß, ne? Kommen ja immer Ankündigungsvideos auf YouTube, also ich weiß ja nicht, wer da immer den Daumen nach unten gibt, aber das ist rein Information von uns für euch und wir müssen das nicht machen. Also wer da immer einen Daumen runter drückt, das verstehe ich teilweise nicht, weil es ist wirklich nur ein Service von uns, der euch daran erinnern sollte, dass wir live streamen und dass es eigentlich nur eure Unterhaltung gut tun oder gut, ne? Ihr müsst es euch ja nicht angucken. Es verlangt ja keiner jetzt hier, ne? 17 Uhr da sein, 100 Leute, sonst gibt es hier Probleme. Das macht ja keiner. Das ist ja wirklich nur eine Information für euch. Theoretisch, wenn die wer Bock hätte, da würde ein Livestream laufen, wo ihr den und den seht und wo wir das und das machen. Da verstehe ich jetzt die Problematik nicht dabei. Aber wir kommen vom Thema ab. Ja, da hat der Leo im Multiplayer ein neues Projekt angefangen. Oder ist es der Mod? Ich glaube, der Mod-Server ist es. Der Pretty Gamers Mod-Server. Da wo eine neue Map drauf ist. Ich weiß jetzt. Ich glaube, Gloria. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die Map heißt. Und da verwendet er manuelles Ankuppeln. Und only first person. Das heißt, only nicht hier so, sondern nur so. Und da hätte ich gerne mal eure Meinung dazu. Sollen wir das verstärkt so machen, dass wir da, sagen wir mal, in der Cockpit-Ansicht, ne? Und manuelles Ankuppeln habe ich jetzt schon öfter gelesen, habe ich aber schon mal drin gehabt tatsächlich und wurde dann aber kommentartechnisch abgewählt, sage ich mal, weil das zu lange gedauert hätte. Ne? Das muss man auch auf... Also ich hatte es schon mal drin, dieses manuelle Ankuppeln, aber ihr wart da ganz stark gegen. Und deswegen habe ich es wieder rausgenommen. Ich habe jetzt einfach gedacht, ich haue es nochmal in die Runde. Wenn Leute dabei sind, die das interessiert, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich werde mir das dann nachgucken. Oh mein Gott. Und werde dann meine Schlussfolgerung daraus ziehen. Aber ich möchte nur mal, dass ich es nochmal gefragt habe. Das mit der First Person finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Aber es gibt halt so Arbeiten, die ich nicht machen kann. So. Frontlader und Teleskoplader und sowas kann ich nicht machen. Das, ich kann es gerne versuchen für euch, wenn ihr darauf Bock habt. Aber versprechen kann ich es nicht. Ich kann es wirklich versuchen. Da bin ich der Letzte, der was irgendwie jetzt... habe ich auch einen coolen Kommentar bekommen. Ich habe dich abonniert, weil du jemand bist, der nicht gleich aufgibt, sondern die Sachen einfach versucht und testet und probiert. Das hat mich tatsächlich gefreut, weil ich wirklich jemand bin, der nicht sofort aufgibt. Weil wenn es nicht funktioniert, dann versuche ich auf eine andere Art und Weise, wie es funktionieren könnte. Genauso wie jetzt CP hier. Ich habe es versucht, ich habe euch ja gezeigt, woran es scheitert, weil ich selber nicht mehr weiter weiß. Und ich kann nicht alles wissen. Ne? Niemand von uns kann alles wissen, das geht gar nicht. Und deswegen habe ich euch meinen Fehler mit... Gott, bin ich rausgetappt, ne? Habe ich euch meinen Fehler mitgeteilt, den ich hier vorgefunden habe. Und dann hoffentlich ist jemand bei, der ein bisschen mehr davon versteht, der mir helfen kann. Ja? Jetzt weiß ich nicht mehr, was das Ursprungsthema war. Egal. Ja. Gut. Ist nicht so schlimm.
Ja, wir werden hier noch ein bisschen häckseln, ne? Also wenn CP... Ja, wir haben es aber bald. Bald, unter Anführungszeichen. 2, 3 Folgen werden wir bestimmt noch brauchen für. Wie gesagt, wenn jemand weiß, CP, ich wäre euch mega, mega dankbar. Und die nächste Folge wird circa, ich sage jetzt wirklich circa 14 Uhr erscheinen. Bitte seid mir da nicht böse, wenn es ein paar Minuten später oder früher ist. Wir haben es übrigens jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, 14.04., 23.30 Uhr. Und ich bin vor einer Stunde erst draufgekommen, dass ich Fallfarmer nicht hochgeladen habe heute. Also gestern für euch. Das lade ich jetzt, das wird jetzt, also wenn ich jetzt hier fertig bin, werde ich das sofort freischalten. Das wird irgendwann um Mitternacht sein. Das habe ich vergessen. Tut mir leid. Das tut mir wirklich leid. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich laber schon wieder viel zu viel. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns heute Nachmittag nochmal zu einer weiteren Folge. Gönstedt, bitte Kommentare, Cosplay, bitte, bitte. Dankeschön, bis später. Ciao, ciao.